geht und damit herzlich willkommen zur Auslosung der K.O.-Phase von United Royal. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich hoffe, ihr habt Bock, denn jetzt geht's richtig los mit United. Die Gruppenphase ist durch. Jetzt geht's in die K.O.-Phase. 8 Teilnehmer sind nur noch am Start. Ergo, uns haben 4 Teilnehmer verlassen, Freunde. Es geht mit dem Viertelfinale los, Freunde. Und heute wird ausgelost. Es geht los und es wird ausgelost. Ja, der Satzbau ist wieder eine 11 von 10. Freunde, ich hoffe, wie gesagt, ihr seid genauso gehypt wie ich. Falls ihr das Video hier feiert, falls ihr Bock auf United habt, lasst natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und die Teilnehmer freuen sich natürlich auch, wenn sie ein gutes Los bekommen. Denn dafür haben wir heute auch eine wunderbare Losfee am Start. Habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen, der gute Nassim wird es gleich übernehmen. Vorher, damit ihr aber auf dem neuesten Stand seid, gibt es noch eine ganz kleine Übersicht für euch mit den einzelnen Gruppen, wie dort die Ergebnisse waren. Und noch ein kleiner Hinweis, könnt ihr sehr gerne abchecken. Unbedingt auf Twitter die United-Seite. Dort habt ihr nämlich sowieso immer alle Übersichten. Da habe ich zum Beispiel gestern auch die Grafiken schon gepostet, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Außerdem werden immer alle United-Partien direkt mit Hin- und Rückspiel gepostet. Also auf der Seite verpasst ihr wirklich gar nichts mehr, wenn ihr wirklich die volle Ladung United haben wollt. Und eventuell auch das ein oder andere Gewinnspiel, dann lohnt sich bestimmt, da mal vorbeizuschauen. Ja, Freunde, ansonsten würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal durch, was in den letzten Wochen so passiert ist. Denn die Gruppenphase ist jetzt vorbei. Ging schnell, aus 12 Teilnehmern werden 8. Wir starten mal ganz fix hier mit Gruppe A und Gruppe B, denn dort haben sich Pain und viel FIFA in Gruppe A durchgesetzt. Der gute Tabak ist rutschen gegangen, 0 Punkte geholt, minus 5er Tordifferenz. Aber das sieht ein bisschen deutlicher aus, als es letztendlich war. Man muss auch ganz ehrlich sagen, Tabak hat echt eine eklige Gruppe bekommen. Viel FIFA und Pain, meines Erachtens beides auf jeden Fall Turnierfavoriten, die auf jeden Fall auch weiterhin oben mitspielen werden. Pain geht da aufgrund der Tordifferenz als Tabellenplatziert erster durch und kommt somit auch in den besseren Lostopf. Darauf werde ich gleich aber noch eingehen. Um die Gruppe B setzen sich Max Malle und Bossio durch. Casa Bossini, hausinternes Duell. Bossio hat ja am letzten Spieltag gegen Neuen Gaming gewonnen, gegen den guten Benji, und ist damit weiter. Dann geht es weiter mit Gruppe C. Dort gab es ja ein sehr, sehr hitziges Duell mit Tizi gegen Steini. Und Wakes war auch am Start und hat das Ganze super easy entspannt geholt. 10 Punkte aus 4 Partien, keine einzige Partie verloren. Überragende Leistung, Tordifferenz plus 7, Tizi setzt sich als Zweitplatzierter durch mit 5 Punkten und den guten Steini, von dem müssen wir uns verabschieden, hat immerhin einen Punkt geholt. In der Gruppe D war es tatsächlich sehr, sehr spannend bis zum Schluss. Am Ende hat sich FGU durchgesetzt mit 9 Punkten, Zweiter bin ich geworden, meine Wenigkeit, und auf dem dritten Platz Maxi. Ich weiß gar nicht, wie die Konstellation da war, aber ich glaube, es hätte sogar auch noch so kommen können, dass ich rausgeflogen wäre. Das letzte Spiel war ja da, Smaxi gegen FDU, aber da hat der gute Julius auf jeden Fall volle Arbeit geleistet und Smaxi beides mal besiegt. Danke Julius, ich bin weiter, das war sehr korrekt von dir. Und Freunde, damit gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Smaxi, Steini, Tabak und Benji verlassen uns, 8 Teilnehmer sind nur noch am Start. Jetzt geht es rein in das Viertelfinale. Jetzt wird ausgelost. Und ganz wichtig, da bin ich gerade schon einmal drauf eingegangen, es gibt 2 verschiedene Lostöpfe, denn es soll sich natürlich auch gelohnt haben, eben seine Gruppe gewonnen zu haben. Ergo, alle Erstplatzierten sind in einem Lostopf und können nicht gegeneinander zugelost werden. Und alle Zweitplatzierten sind in einem Lostopf. Ganz wichtig noch dabei, es wird nicht dazu kommen, also was nicht funktioniert, ist, dass zum Beispiel nochmal viel FIFA gegen Pain gelost wird, weil die eben schon in der Gruppe aufeinander getroffen sind. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, gebe ich weiter an Nassim. Ihr habt alle Infos. Und dann, Nassim, mach mal ein gutes Los. Wäre korrekt. Jo, Leute, euer Nassim hier. Heute losen wir... Ey, Junge, guck doch nicht so, Bruder. Ich muss da lachen, Junge. Yo, Leute, euer Nassim hier. Danke an Simon, dass ich auslosen darf. Im ersten Topf haben wir die Gruppensieger. Im zweiten Topf haben wir die Gruppenzweiten. Und ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Also, fangen wir mit dem Gruppenersten an. Im ersten Spiel ist Bossio. Im zweiten Topf FGU. Geiles Spiel. Bossio, FGU. So, das nächste Spiel ist für FIFA. Enne und Stefan gegen, ich hoffe gegen Simon, ich hoffe gegen Simon. So,
gegen Max Malle. So. Das nächste Spiel. Dürfen die Teasies ran? Die Teasies gegen Wakes. Also Leute, der Simon hat mir gerade gesagt, das wird nicht klappen, weil die schon gegeneinander in der Gruppenphase gespielt haben. Deswegen ziehen wir einfach weiter und sehen das nächste los, gegen wen dann die Teasies spielen werden. Gegen Pain. Dann wird theoretisch dann der Simon gegen Wake spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Losungen, so wie die sind, gefallen euch auch. Und ich würde mal sagen, ich gebe weiter an Simon. So, Freunde, da sind wir wieder. Der Nassim hat ausgelost. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das war wirklich sehr, sehr korrekt, dass er das hier übernommen hat. Ist, denke ich mal, auch für euch eine ganz coole Geschichte gewesen. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mit den Losen zufrieden. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Begegnungen am Start. Seht ihr jetzt hier auch nochmal einmal zusammengefasst. Auf der linken Turnierbaumhälfte haben wir als erste Begegnung Bosio gegen FIFA Golds United und viel FIFA gegen Max Malle. Auf der rechten Turnierbaumhälfte haben wir Tizi Schubech gegen den guten Pain und meine Wenigkeit Gamer Brother gegen Wakes. Damit sind alle Partien jetzt komplett. Wir haben definitiv auch wieder geile Duelle am Start. Ihr habt den Turnierbaum auch gerade eingeblendet gesehen. Also jetzt wird nicht nochmal neu gelost, sondern geht eben nach diesem Turnierbaumprinzip, wenn man das so nennt. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich werde dieses Video nicht auf 10 Minuten bekommen, was ziemlich traurig ist. Würde mich an der Stelle dann auch mal verabschieden. Checkt auf jeden Fall den United Twitter-Account ab für alle Informationen, die es sonst rund um das Turnier gibt. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Ich hoffe, ich fliege nicht gegen Wakes. Ja. Und die Videos gehen in den nächsten 5-6 Tagen online. Also ab morgen wird hochgeladen. Check's ab. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.